Liebe Zuschauer, manche von Ihnen werden sich vielleicht noch an die Serie Wir Menschen erinnern. Sie wurde vor 10 Jahren ausgestrahlt, damals allerdings in Schwarz-Weiß. Es gab ja damals noch kein Farbfernsehen. Wir haben aber alle die Aufnahmen damals in Farbe gedreht. Und da die naturwissenschaftliche Beurteilung des Menschen inzwischen weit aktueller geworden ist, haben wir beschlossen, Ihnen diese Serie in völlig neuer Überarbeitung nochmals zu präsentieren. Was wohl viele Zuschauer damals etwas irritiert hat, war wohl der Umstand, dass diese Filme nichts mit dem Meer zu tun hatten, also nichts mit Fischen, Korallenriffen und Haien, also mit dem Arbeitsgebiet, mit dem ich bis dahin in Filmen und Büchern an die Öffentlichkeit getreten war. Diese Filme über menschlichen Verhalten passten einfach nicht in das Image unseres schönen Forschungsschiffes Xarifa, auf das wir, dem wir die weiten Meere befuhren, die ja vor allem die tropischen Meere, die ja damals noch völlig unerforscht waren. Mit einiger Wehmut blicke ich auf diese Aufnahmen aus dem Jahr 1953. Sie sind aus dem Filmunternehmen Xarifa, den wir damals in den Korallenriffen des Karibischen Meers und auf den Galapagos-Inseln drehten. Das ist Lotte, meine Frau, wie sie gerade Korallenfische fotografiert. Alles klar? Mhm. Ja. Noch Frage, Herr Doktor, was geschieht, wenn ein Hai kommt? Die Haie hier an der Küste sind nicht gefährlich. Gut, wenn nun aber doch einer kommt? Dann schwimmen Sie einfach auf ihn los. Das ist das beste Mittel, um Haie zu verjagen. Wichtig ist, dass sie nie Angst zeigen. Und wir bleiben bei diesem Abstieg alle zusammen. Das gilt auch für dich, Lotte, klar? Klar. Das große Problem war damals die Frage, ob Haifische wirklich so gefährlich sind, wie man damals immer behauptete. Wenn wir ganze Teams von Wissenschaftlern auf den Meeresgrund führen wollten, da musste natürlich sichergestellt sein, dass wir sie nicht in unmittelbare Lebensgefahr brachten. Es war eine faszinierende Zeit. Wir sind damals in ganze Kontinente vorgedrungen, wo vor uns noch nie jemand gewesen war. Hinter jedem Riff, an jeder neuen Küste erwarteten uns Überraschungen. Wir fuhren dann ins Rote Meer, den Indischen Ozean, zum großen Barriere von Australien. Ich glaube, keiner, der an diesen Expeditionen teilgenommen hat, wird sie je vergessen. Lotte war überall dabei. Sie gehörte mit zu diesem Image, das mir nun in meinem neuen Arbeitsgebiet zu schaffen machen sollte. Wie kommt nun wirklich ein Unterwasserforscher dazu, plötzlich aufzutauchen und sich für den Menschen zu interessieren? Der Sprung ist gar nicht so groß, wie es scheint. Vielleicht trug das Tauchen, die lange Zeit, die Wochen und Monate, die ich unter Wasser verbrachte, dazu bei, dass ich plötzlich die Welt dort oben mit anderen Augen zu sehen begann. Aus der Perspektive der Evolution, die ja auch im Meer ihren Anfang nahm, die sich erst hier manifestiert in Tieren und Pflanzen des Meeres und erst allmählich dann an Land übergriff und sich dort entfaltete und aus deren Mitte dann der Mensch hervorging, der uns so selbstverständlich erscheint, der aber aus naturwissenschaftlicher Sicht das weitaus merkwürdigste Lebewesen ist. Ich überlegte mir, wie könnte ich mein Gehirn zwingen, den Menschen einmal anders zu sehen, aus größerer Distanz, mehr naturwissenschaftlich. Und da kam mir der Gedanke, ob mir nicht vielleicht die Kamera dabei helfen könnte. Ich konstruierte einen Spiegelvorsatz für meine Kamera, mit dem es mir möglich wurde, nach der Seite zu filmen. Denn
wenn ich Menschen filmen wollte, war natürlich zuerst einmal wichtig, dass ich sie ohne ihr Wissen aufnahm. Wenn ich also beispielsweise jemanden aufnehmen wollte, der da saß, ging ich hin, stellte die Kamera so hin, achtete überhaupt nicht auf ihn, betrachtete irgendeinen Baum oder einen Strauch und es dauerte gar nicht lang, da gewöhnten sich dann die Leute an mich und ich konnte sie völlig unbeobachtet filmen. Hier zum Beispiel bin ich in Hongkong, Absicht, diese Rikscha-Kulis, die da auf Fahrgäste warten, zu filmen. Die Gesichter interessierten mich. Ich stelle mich also einfach daneben und Sie sehen, die beachten mich überhaupt nicht. Im Spiegel hatte ich sie ganz dicht vor mir. Der hielt mich da offenbar für verrückt. Sie sehen, wie der Mann da ruhig seine Zigarette raucht. Ich musste bei der Aufnahme mit dem Spiegel mitgehen. Das ist nicht einfach, denn im Spiegel sieht ja alles seitenverkehrt aus. Man muss also lernen, seitenverkehrt zu schwenken, um mit Bewegungen sauber mitzugehen. Jetzt zur Probe. Die Kamera wird auf einen der Kulis gerichtet und das ist die Reaktion. Das mag er ganz und gar nicht. Dieser Spiegel hat sich überall blendend bewährt. Hier bin ich in Afrika, filme Ashanti-Nusspflücker bei ihrer Arbeit. Weit und breit kein Mensch, aber auch sie setzen ruhig ihre Arbeit fort. Jetzt habe ich die Kamera gegen sie gerichtet, alles erstarrt vor Schreck. Das haben sie gar nicht gern. Wir gaben ihnen ein paar Zuckerl, damit sie sich beruhigen. Aber wir hatten sie richtig gestört bei ihrer Arbeit. So sehen Menschen drein, wenn sie wissen, dass sie gefilmt werden. Das ist in einer indischen Straße oder in Polynesien. Jeder setzt ein Fotogesicht auf. Das sind natürlich nicht die natürlichen Gesichtsbewegungen, die ich festhalten wollte. Besonders Naturvölker haben es gar nicht gern, wenn man die Kamera auf sie richtet. Der Spiegel war eine ideale Lösung. Nur die wenigsten haben diesen Trick durchschaut. Zum Beispiel dieser Turkana-Krieger. Der erriet, was da geschieht. Ging zur Seite. Auch diese Chinesin. Auch der hier. Hier noch einmal der erste Krieger. Jetzt weiß er, dass er gefilmt wird. Aber das Gesicht ist erstarrt. Nicht mehr die natürlichen Gesichtsbewegungen, die ich ja festhalten wollte. Nun, sehr wichtig ist, ich filmte nicht nur unbemerkt, sondern, und das war das Entscheidende, ich veränderte gleichzeitig auch den normalen Zeitablauf. Ich filmte entweder in Zeitlupe oder in Zeitraffer, also sehr stark verschnellt, um so die Welt zu entfremden, um so eben mein Gehirn zu zwingen, selbst den Alltag einmal mit anderen Augen zu sehen. Bei Nahaufnahmen verwendete ich die Zeitlupe, um zu beobachten, was sich auf dem Schlachtfeld des menschlichen Gesichtes abspielt. Bei Übersichtsaufnahmen den Zeitraffer. Allerdings hatte ich es oft schwer mit den Kindern, die mir von der Seite in den Spiegel kamen. Die wussten ja nicht, dass ich nach der Seite filme und blickten immer in den Spiegel hinein und zerstörten mir so meine allerbesten Bilder. Ich war oft ganz verzweifelt. Das prachtvollste Motiv und natürlich kommt da irgendein Kind mir dazwischen. Die ersten Aufnahmen drehte ich 1962 erst in Europa und dann in Indien und Samoa. Und der erste, dem ich diese Aufnahmen zeigte, war mein Freund Eibel Eibelsfeld, der bekannte Verhaltensforscher. Professor Eibelsfeld ist heute Leiter einer Forschungsstelle für Humanethologie der Max-Planck-Gesellschaft. Als Autor bist du ja
weithin bekannt durch deine Bestseller Liebe und Hass, der vorprogrammierte Mensch, dein letztes Buch Krieg und Frieden. Und auch auf allen unseren Expeditionen mit der Xarifa warst du ja dabei. Nun, wie ich damals mit diesen Filmaufnahmen zu euch kam, da hast du ja eigentlich etwas ganz anderes in ihnen gesehen. Ja, ich erinnere mich noch ganz genau. Du bist damals nach Siewiesen gekommen und hast die Filme vorgeführt. Konrad Lorenz waren anwesend. Jürgen Aschoff, Wolfgang Wickler und viele andere. Wir haben damals lange diskutiert und uns war klar, dass du sowohl mit der Methodik der unbemerkten Aufnahme als auch mit der Methodik, die Zeit zu verändern, uns einen wichtigen Schlüssel für die Verhaltensforschung am Menschen in die Hand gegeben hast. Bis jetzt, ich war zwar schon lange an der menschlichen Mimik interessiert, hatte aber bis dahin keinen wirklichen Eingang für die Feldforschung gefunden, für die kulturenvergleichende Aufnahme menschlichen Verhaltens, die ja eine Voraussetzung für humanethologische Forschungen ist. Uns ging es ja dabei unter anderem darum festzustellen, was dem Menschen in seinem Verhalten angeboren ist und was daher überall anzutreffen ist. Die Technik der unbemerkten Aufnahme erlaubte uns nun, war gewissermaßen der Schlüssel für unsere Arbeit im Feld. Ja, so hat sich diese Methode, die ich eigentlich zu einem ganz anderen Zweck entwickelt hatte, um den Menschen zu objektivieren, hat sich fruchtbar gezeigt in einem anderen Gebiet als ein neues Werkzeug der Verhaltensforschung. Und so gingen wir dann gemeinsam wieder auf Expedition, diesmal nicht unter Wasser, sondern in die verschiedensten Teile der Welt, um Menschen zu filmen, ohne ihr Wissen. Wir waren ja in jeder denkbaren Situation, um die Welt einmal durch eine andere Brille zu sehen. Und in den unbemerkten Aufnahmen haben sich die Menschen eben völlig ungezwungen gegeben, was im Übrigen im Einzelnen die Menschen tun würden, das konnten wir im Voraus nicht sagen und wir haben viele Überraschungen erlebt. Ja, das sind zwei Maasai- oder Turkana-Mädchen. Die Zeitlupe zeigt die Eleganz ihrer Bewegungen. Und das sind Maasai-Krieger. Schon früh hat mich das interessiert, was Menschen eigentlich in einer Gruppe zusammenhält, was sie an freundlichen Verhaltensweisen zueinander zeigen. Ja, darüber hast du ja auch in deinem Buch Liebe und Hass geschrieben, nicht? Die freundschaftlichen Bindungen. Ja. Und dann interessierte mich natürlich, wie gesagt, die Mimik in Hinblick auf die Universalien. Das ist eine der einsamsten Gegenden der Welt, das El Molo-Dorf am Rudolfsee in Uganda. Ja, es war faszinierend, die Welt durch eine andere Brille einmal zu betrachten. Ja, selbst die uns so gewohnte hier, etwa Venedig, der Canale Grande. Es gibt auch optische Täuschungen durch diesen Raffer. Das sieht aus, als wären das zwei Spielzeugschiffe. In Wirklichkeit sind das riesengroße Yachten bei Monaco. Aber durch die 20-fache Verschnellung sehen sie eben wie Spielzeugboote aus. Mein Gott, Rio, erinnerst du dich über den Karnevalaufnahmen? Ja, wir haben diese Aufnahmen ja dann auch in mehreren Programmen verwenden können. Das ist eine Straßenkreuzung in Los Angeles. Gerade der Straßenverkehr, die Muster des Straßenverkehrs in aller Welt interessierten uns sehr. Und hier die Ameise Mensch vor der Universität in Mexiko. Wir sind auf viele Dächer geklettert, um solche Aufnahmen zu machen. Das ist Pisac im Hochland von Peru, ein Indianermarkt. Auch hier hilft wieder der Zeitraffer, Muster zu sehen, die man normalerweise nicht sieht. Muster von Bewegungsabläufen. Und das war vor dem Petersdom. Ja, wir kamen so dahin, den Menschen als etwas ebenso Fremdes zu sehen wie die Fische, die wir unten in den Korallenriffen gefilmt hatten.
Es ist eine sehr merkwürdige Tatsache, dass das am meisten gefilmte Wesen, der Mensch, zugleich auch das am schlechtesten dokumentierte ist. Wenn wir in den großen Filmarchiven nach ungestellten Aufnahmen von sozialen Interaktionen suchen, dann werden wir vergeblich suchen. Was wir finden, werden Filme sein, die menschliche Fertigkeiten vorstellen, ausgezeichnete Filme, in denen man das Töpfern Kulturen vergleichend studieren kann, das Mattenweben, das Hüttenbauen oder Boote bauen. Aber wenn wir Aufnahmen suchen, die etwa zeigen, wie Mütter in verschiedenen Kulturen ihre Kinder herzen, wie Leute einander bei Begegnung begrüßen, wie Leute in verschiedenen Kulturen flirten, und zwar alles in ungestellten Aufnahmen, Dokumenten der Wirklichkeit, dann werden wir vergeblich suchen. Diese Tatsache hat uns sehr bald in uns die Idee reifen lassen, diese Informationslücke zu füllen und systematisch ungestellte Aufnahmen menschlichen Verhaltens, Kulturen vergleichend zu sammeln und ein humanethologisches Filmarchiv aufzubauen. Ein Plan, der mit Hilfe der Max-Planck-Gesellschaft auch verwirklicht werden konnte. Ein eigenartiges Phänomen, das mir bei diesen Filmaufnahmen aufgefallen ist und dir sicherlich ebenso, ist, dass man eigentlich immer ein schlechtes Gewissen hat, so in die Intimsphäre der anderen Menschen einzudringen. Durch dieses Spiegelobjektiv hat man sie so völlig nackt und ahnungslos vor sich. Erinnerst du dich noch damals an diese Mahjong-Spieler? Du meinst in Hongkong? Das war sicher ein Meisterstück. Das war wohl ein Meisterstück. Wir sahen diese vier Männer, das waren Coolies, auf einem Hinterhof in der Ecke dort sitzen und es war eigentlich völlig aussichtslos, die unbemerkt zu filmen. Aber wir sagten uns, schön, wir versuchen es. Und wir marschierten da einfach mit unserer Kamera hin, stellten sie direkt neben diesen vier Männern auf und da war so ein Rinnsal mit so ein paar alten, verrotteten Salatblättern drin. Und darauf richtete ich die Kamera. Aber der Spiegel schaute natürlich auf diese vier Spieler. Und das haben die Leute wirklich geschluckt. Wir filmten etwa 20 Minuten lang, interessierten wir uns nur ständig für diese Salatblätter und die Leute setzten ihr Spiel fort und wir brachten eine ausgezeichnete Aufnahme zustande. Solche Aufnahmen von menschlichen Spielen sind ja überhaupt von großem humanethologischen Interesse. Spiele dienen ja vielfach der Aggressionsableitung. Dem Menschen ist ja ein Aggressionstrieb angeboren, der sich recht störend auswirken könnte, fände er nicht Möglichkeiten der Abreaktion, etwa im Spiel. In diesem Sinn sind Spiele vielfach als Ventilsitten anzusprechen. Unsere Filmarbeit war nicht immer ganz ungefährlich. Da wir ja in völlig unwirtliche Gebiete vorstießen, wir lebten zu zweit im Zelt und hatten allerlei Erlebnisse. Oft haben wir die Kamera oben auf unserem Land Rover aufgebaut und sie lief dann automatisch. Auch Lotte war auf einigen Reisen dabei und half mit ihrem Charme, die Leute ein bisschen zu beschwichtigen und abzulenken. Mich interessierten vor allem die Gesichtsbewegungen der Menschen. Schon Darwin hat darauf hingewiesen, dass vieles im menschlichen Ausdrucksverhalten wohl universell ist und allen Menschen angeboren. Das konnten wir auch dann durch unsere Aufnahmen bestätigen und damit weiter die Beweisführung erhärten. Ja, wir haben auch manchmal selbst als Schauspieler fungiert. Wir ließen also die Kamera vom Dach des Land Rovers laufen. Hier eine Szene am Morgen, ein Häuptling der Karamajong hatte uns besucht und das ist unser Gespräch mit ihm. Diese Aufnahmen zeigen recht anschaulich, wie große Bedeutung die menschlichen Handbewegungen, die Gestik
in der Verständigung haben, besonders wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Die Aufnahmen waren allerdings nicht immer ganz ungefährlich. Manchmal reagierten die Menschen aggressiv. Ja, der eine hat ja seine Keule an deinem Schienbein zerschmettert, ja. Und dann zog er das blanke Schwert. Ja, das hat ihn besonders geärgert. Wir wollten nämlich ärgerliche Menschen aufnehmen und das ist uns auch geglückt. Durchaus, ja. Allerdings habe ich auch immer Zuckerln mitgehabt, um notfalls Leute beschwichtigen zu können oder auch um von vornherein eine freundliche Stimmung zu schaffen, wie hier bei den Pygmäen. Ja, uns interessierten ja auch die Handbewegungen beim Betteln. Das sind ja Intentionsbewegungen. Die Kinder waren natürlich ein Problem. Die waren ein Problem. Die waren natürlich genauso an uns interessiert, wie wir an ihnen. Wir erforschten sie, sie erforschten uns und wir hatten manchmal, wie die Rattenfänger von Hameln, einen ganzen Schwarm von Kindern hinter uns. Unsere Reisen nahmen 3 Jahre in Anspruch. Wir verfilmten insgesamt über 30.000 Meter Film. Bei der Finanzierung half uns freundlicherweise der Südfunk Stuttgart, für den ich dann aus diesem umfangreichen Material 13 Filme der Serie Wir Menschen herstellte. Die Themen betrafen zum Teil Verhaltensforschung, also Mimik, Gestik, Neugierverhalten, Mutter-Kind-Verhalten und ähnliches. Andere Filme betrachten den Menschen mehr aus naturwissenschaftlicher Sicht, als Teil der Evolution, die künstlichen Organe des Menschen, Ordnungsmuster bei Tier und Mensch, dann ein Film über die menschliche Glückssuche, über den Leistungstausch und ähnliches. Wissenschaftlich gesehen war unsere Bemühung zweifellos ein Erfolg. Wir hatten hier ein neues Instrument geschaffen, das in der Verhaltensforschung nun Anwendung fand. Und es wurde ja dann das Max-Planck-Institut gegründet, dem du vorstehst, und das nun diese Technik auf breiter Basis weitergeführt hat. Ja, in der Tat, wir haben deine Technik sehr erfolgreich eingesetzt. Wir haben in den vergangenen Jahren systematisch Dokumente umgestellten menschlichen Verhaltens gesammelt, und zwar in erster Linie bei Naturvölkern, bei den Buschleuten der zentralen Kalahari, bei den Himba, einem Rinderzüchtervolk südlich von Angola, bei den Waika-Indianern am oberen Orinoco, bei zentralaustralischen Eingeborenen, bei Bergstämmen in Neuguinea und bei vielen anderen Völkern mehr. Dass wir uns auf Naturvölker konzentrieren, hat seinen besonderen Grund. Diese Völker unterliegen einem sehr raschen Kulturwandel, der sehr zerstörend auf sie einwirkt. Es wird oft ein Traditionsabriss herbeigeführt, sodass diese Völker zugrunde gehen. Daher ist Eile bei der Dokumentation geboten. Für die Aufbewahrung und Veröffentlichung der Filme wurde ein eigenes Filmarchiv eingerichtet, das Humanethologische Filmarchiv der Max-Planck-Gesellschaft. Begleitveröffentlichungen erscheinen in der Zeitschrift Homo. Gerade jetzt stehst du ja wieder vor einer sehr abenteuerlichen Reise. Ja, durchaus. Ich fahre in 3 Tagen zusammen mit meinem Mitarbeiter Dieter Heunemann nach Neuguinea. Wir wollen dort einen Bergstamm kontaktieren, der noch keinen Kontakt mit Europäern hatte. Ein Volk, das in den Star Mountains lebt und das noch rein steinzeitlich ist. An weiteren Plänen sind dann weitere Besuche bei den Tazadai vorgesehen. Jene Menschen, nicht? Ja, ich habe sie einmal besucht. Allerdings nur kurz und wir wollen ein größeres Forschungsprogramm dort aufbauen. Nun, beim Publikum kam unsere Serie, die dann auch von der BBC und von anderen Stationen ausgestrahlt wurde, nur recht beschränkt an. Man kann sagen, sie war etwas ihrer Zeit voraus. Heute ist die biologische Betrachtung des Menschen längst kein Tabu mehr.
Eine ganze Reihe von Bestsellern sind über dieses Thema erschienen. Aber damals war es noch anders. Wir bekamen Zuschriften, wo die Leute schrieben, das Fernsehen hätte irrtümlicherweise meine Filme viel zu schnell abgespielt und sie wollten mich darauf aufmerksam machen. Der Spiegel widmete uns eine ganze Seite der Kritik, nun also keine sehr freundliche Seite. Man bezeichnete diese Serie und unsere Bemühung schlichtweg als ein Vakuum. Nun, ein Vakuum ist luftleerer Raum, also fast weniger als nichts. Ja, und 2 Jahre später haben Sie dich dann noch einmal unter Beschuss genommen. Ja, das stimmt. Als das deutsche Farbfernsehen angekündigt wurde, wurde das beim Spiegel unter dem Titel Hass ins Haus vorgenommen. Und ich hätte ja fast geschmeichelt sein können, dass man mich für das deutsche Farbfernsehen repräsentativ erachtete. Was aber damit gesagt sein sollte, war dies, dass hin in der Zukunft unter den Farbschinken, die nun dem deutschen Fernseher ins Haus serviert würden, nun auch wieder diese schreckliche Serie Wir Menschen enthalten sein würde. Nun ja, jetzt ist es soweit. In den nächsten 12 Wochen werden wir Ihnen den Menschen nochmals naturwissenschaftlich präsentieren, aus naturwissenschaftlicher Sicht, und uns mit der Frage beschäftigen, inwiefern ist der menschliche Wille frei und inwiefern sind unsere Entscheidungen durch angeborene Mechanismen, ähnlich wie bei den höheren Tieren, beeinflusst, inwiefern ist auch der Mensch sozusagen programmiert. Die erste Folge, also die nächste Folge, das ist nun die zweite, hat den Titel Expedition zu uns selbst. Darin geben wir einen Überblick über die Hauptthemen, zu denen uns unsere abenteuerliche Filmreise geführt hat.